Relax and Gaming und willkommen zum neuen Part von Binding of Isaac. Boah, ist das ungewohnt. Ihr müsst wissen, meine Headsets sind kaputt gegangen. Und ich habe hier so kleine In-Ear-Dinger drin und das ist so ungewohnt, das glaubt ihr mir nicht. Okay. Alter, und die flutschen mir auch immer raus, geil. Also wenn ich jetzt ein paar Sekunden manchmal während dem Part irgendwie nichts sage, sowas, dann kann es sein, dass es wegen den Headsets liegt. Noch kein Gegner. Okay. Nee. Ich lasse mich von euch nicht hier irgendwie reintreiben. Uff. Komm. Ah. Ja, erstmal aufs Handy gucken. Beste, was man machen kann. Die will ich schnell weg haben. Gut. Also, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben. Ich denke mal, das ist... Was haben wir nicht für ein Item bekommen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Magnetische Tränen. Ach, damit ziehst du die Gegner an. Ja, nein! Das will ich nicht. Ja, bis jetzt nicht mal. Ja, das war jetzt asozial. Nein, du hast dich dahin bewegt. Ja, klar. Und dann auf einmal tut er anfangen zu rülpsen und die fliegen quasi zu mir. Da muss ich auch irgendwie besiegen können. Ja? Nee, will ich aber nicht. Oh mein Gott! Aber ich find's so krass, dass ich immer wieder hier den hier bekomme. Ich bekomme den so oft, das glaubt mir keiner. Ja, das ist der einfachste. Ja, aber als ob der immer am Anfang kommt, sonst kommt doch Monster. Nein, oder bei mir was kommt der nie am Anfang. Echt? Ich hatte doch eben den Reiter. Bei der Folge, die ich als Hintergrund aufgenommen habe. Ey, diese Folge, also wir wissen noch nicht, wie viel, was wir die genau. Naja, natürlich! Das ist auch ein Herzling, Alter, auch umzurechnen. Der trotzdem. Was ist das? Ranger, geil. Also die Folge, die wir meinen, die werden wir wahrscheinlich für den Hintergrund nehmen. Aber die ist so verdammt gut geworden, das glaubt ihr mir nicht, wie geil die ist. Das sind Items, die meisten kenne ich. Oh, mein. Ey, macht langsam, okay, ich weiß, was ihr vorhabt. Nein, 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 nein. Oh, ohne Damage. Also die Folge, die ist so verdammt krass, da kamen auch Items vor, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich kenne die nicht, aber die sind Burner. Meinst du Ipecac? Ja. Wusstest du, dass es Ipecac wirklich gibt? Nee, wirklich das gibt. Das ist ein Medizin. Okay, davon explodiert jetzt nicht deine Spucke, aber davon kotzt du des Todes. Alter, wenn du das trinkst, 2 Sekunden kotzt wie eine Hydropumpe von einem Garados, Alter. Kein Witz, du legst echt los. Das ist krass. Können wir uns auf YouTube ein paar Videos reinziehen, wie Leute wirklich wegkotzen. Du nimmst einen Löffel davon, das ist nicht mehr als ein Löffel. Aber für was wird das eigentlich eingesetzt dann? Ja, Digga, wenn irgendein Kind mal wieder so richtig intelligent war, ein paar Fliegenpilze genascht hat, und du keine Zeit hast, dir den Magen auszupumpen, das ist ein altes Medikament, worauf ich brauche jetzt. Nein! Kann man so blöd sein, sich das so schnell. Nein! Holy moly moly. Ey, du lernst auch echt nichts, ne? Nein! Guck mal, wie der dodged. Okay. Na, geil, kein Schlüssel. Ja, vor allem, das ist aber eine Bombe. Oh nein, keine Spinnen. Oh, hey, das hat... Das sind so Sachen, ich finde die dämlich, dass die treffen. Und mir fliegt schon wieder der O-Hörer. Jetzt bin ich 80 schon und sagt O-Hörer. Headsets fliegen mir raus. Ja, guck dir an, wie auf einmal, wie schnell die war. Deswegen deine magnetischen Tränen, die sind richtig scheiße. Also wenn ich... Oh mein Gott, Alter, das ist kein Endboss. Übrigens, hast du wieder mit blauen Steinen übersehen. Hä, wo? Vor dem Eigentumraum. Direkt neben der Tür. Der ist richtig blau. Ach, der oben. Ach, den habe ich gesehen. Nee, den habe ich jetzt gerade. Nicht mitnehmen, du willst auch nicht nehmen. Ey, ich glaube, ich mache einen raus, weil ich habe ja diese Dinger. Weil dann verstehe ich dich auch besser. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir neues Equipment irgendwie herbekommen. Auch das Mikrofon, das sagt so übertrieben. Spinnies. Holy. Ja, sehr stark funktioniert. Ja. Kommt. Guck dir an, wie die auf einmal am Was war das auf einmal? Mach das Geräusch nie wieder, das ist richtig schlimm in den Wochen. Hesto. Oh Gott. Also ich würde, wenn ich nur diese Inhalte mitnehmen. Das bin ich jetzt auch gerade im Überlegen gewesen. Kann man nur so krass mit dem Spiel sein, Alter, ich glaub's nicht.
Pro League, weißt Bescheid? Verdammt, ich wollte schon zum 10. Mal sagen, was ich mir aufgeschrieben habe. Kanal wieder zusammen. Ja. Kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Es ist halt einfach besser, es kommen mehr Videos. Ich glaube, es ist auch nicht so. Ey, du kannst mit deinen Tränen krass, Alter. Heftig. Krass. Komm zu mir. Kommt her. Komm her. Obwohl, nee. Machst du nicht im Eintritt drauf, ne? Ja, deswegen. Schade, ich dachte, du nutzt den Schlüssel auf die Kiste, da wollte ich nicht schreiben. Das wollte ich mir gerade überlegen, aber dann dachte ich mir so, hey, ich war doch da mal nicht drin. Ich habe im letzten Monat 5-mal Ente süß sauer gegessen. Wie kommst du jetzt darauf? eigentlich esse ich chinesisch gerne, aber es ist bei mir meistens so einmal im Monat maximal oder einmal alle 2 Monate. Sonst sowas wie Ente, aber in letzter Zeit habe ich so oft gefressen, Alter. Ich habe wieder einen Buddy. Ja, das ist der Leech. Keine Ahnung, was er macht, aber er hilft mir wahrscheinlich. Weißt du, was ein Leech ist, was das bedeutet? Nope. Das bedeutet Egel. Also Blutegel. Ja. Blutnaht oder irgendwas. Und der saugt. Okay. Und der regeneriert Leben. Pin! Das ist doch so überhaupt nicht mit dem zu regieren. Oh Gott, über Magnet. Oh mein! Hoi, hoi, hoi. Mit Magnet-Tränen ist der ja richtig. Heieie, Mamma mia! Der ist ja richtig crazy mit Magnet-Tränen. Ich würde nicht schießen, wenn er auf dich springt, oder? Mann! Krass, kein Witz, Alter. Ja, guck dir das an! Der das ist Mobbing! Der andere war komplett verzichtbar. Ich will nicht schießen. Jetzt gibt es so die Probleme. Holy, was war das? Guck dir, das war ein Weitsprung! Das macht der auch normalerweise nicht, aber du hörst nicht auf zu schießen, während der springt. Ja, ich will dem auch mal Damage machen. Ja, dann würde ich nicht, wenn du drauf gehst. Deshalb ist er jetzt viel Spaß nächste Runde. Nächste eben Damage zu kriegen. Yes, Magic Mush. Du hast ein Level hier gekriegt, wie? Was ist das? Oh, du hast gerade Experimental aufgenommen. Was? Ja. Vollidiot. Ja, natürlich. Nimm das mit, das ist gut. Es droppt dir alles doppelt. Experimental Treatment, das hat einen ganz interessanten Effekt. Das nimmt alle deine Dingswerte und mixt die und verteilt die dann irgendwie. Okay. Kannst richtig gut kriegen, kannst auch richtig schlecht kriegen. Okay. Aber es sah gerade so aus, als wäre der Damage richtig weit runtergegangen. Hier, drück mal Start. Nee, boah, nee. Das ist gut, wie das ausgegangen. Eigentlich nehm ich das lieber, weil es richtig kacke ist, aber was für Gott. Cool, der hilft mir wirklich. Nein! Ja, Mann, was ist denn das für eine Drecksreich? Das ist das Item, was ich will. Du willst ihn vergessen. Ja. Das heißt, du kriegst dich in der Halbleben. Ist mir egal. Aber es ist... Ja, komm, mach ihn kaputt. Ja. Guter Junge. Ja, wir haben den Kanal wieder zusammengefügt. Warum? Ich habe das Gefühl, viele Leute auf dem Hauptkanal haben Isaac gefeiert. Oh, Jesus. Und dass wir das einfach von denen jetzt so wegnehmen. Oh, Kacke. Ich habe gerade gedacht, das wäre meiner. Meh. Das ist wieder Mobbing. Pur Mobbing, guck dir das an! Irgendwann werden wir mal einen Stream machen und dann dürfen die Zuschauer dir bei Donations. Mann! Dann dürfen die Zuschauer dir bei Donations Items geben, Alter. Ich weiß, was das dir geben wird. Magnetik. Das ist doch assi! Das ist so ein dummes Item. Ja, ist es halt auch. Guck dir das an, dieser Raum. Der Raum ist cool. Nee, ist er nicht. Aber das Item ist dann lustig, Alter. Weil du machst das ganze Konzept von. Mach sie kaputt. Das ist eben den übrigens unverdientesten Devil, die deines Lebens gekriegt hat. Ich weiß. Never. Roter hat sich angenommen. Ego. Ey, ich brauch sowas von neues Headset, das glaubt mir keiner. Und schon wieder die Dinger? Komm, greif ihn an, mach ihn kaputt. Ey, ich hab so Schiss. Oh, was ist das? Ey, ich bin da nein, durchgegangen. Ja, aber ich bin vorher schon dran rangegangen, weil ich wollte da durch. Und auf einmal, ich spring mich in letzter Sekunde nochmal dazwischen, so superheldenmäßig. Ah, übrigens, das Spiel ist...
Das Spiel ist ja schwerer geworden, weil wir Mams hart so oft besiegt haben. Also ich gehe in den Geheimraum. Was machst du? Welcher Geheimraum? Unten. Oh. Der blinde Tim. Ich wäre weitergegangen, ich hätte ihn nicht gesehen. Ja, ich weiß auch, wie du in einer Dingsbus-Aufnahme einfach den Devil Deal übersehen hast. Das sieht man in unserem Fastfood-Podcast, der krass abgegangen ist. Da sieht man einfach, wie du fast in den Devil Deal reingehst, dann aber doch nicht einfach in die nächste Ebene gehst. Echt? Ja, war richtig dumm. Ja, super nice von mir. Und, Alter! Eine Fliege! Die macht den Damage, der wird explodiert. Was? Ja. Verschwinde mal wieder, du bleibst hier im Raum. Ich nehme dich nicht mit. Die respawnt jedes Mal, wenn die platzt. Och nee, Mann, was ist da? Weißt du, gerade eben. Geh runter, runter rechts. Wo gehst du hin? Keine Ahnung, ich bin abgefuckt. Weißt du, gerade eben Runde des Jahrhunderts bekommen. Richtig krasse Sachen. Was bekommt Tim? Eine fette Fliege, die ihm Damage macht. Ich habe eben ganzen Run ohne ein einziges Damage abgespielt. Wie nach unten, Alter. Da hast du nicht genug Herz und Boost, um mitzunehmen und Damage. Alter, das Kacki-Item. Das ist Kacki, Freakert. Oioioi, bitte mach dich schnell kaputt. Als ob die Fliege einfach gratis gegen sie nicht gehabt hat. Nein. Oh mein Gott, die hat mir den Arsch gerettet. Hallo, wohin gehst du? Ja, ich weiß, dass der Boss, aber ich. Wie hast du aber? Ja, zwei Herze. Zwei Herze, Alter. Und da hast du. Wer ist das? Was macht der? Ja, dasselbe wie der andere, nur der Knopf. Oh, das finde ich ja super. Mit dem Item. Ey, ja, jetzt. Mann, hört doch auf. Das ist Mobbing. Das ist nicht fair. Verschwindet. Hey. Magic Mush. Jetzt siehst du. Wer Magic hat jetzt hier mal Glück? Danke. Magic Mush. Was hast du gebraucht, das Item? Oh, Gott. Der Run ist so behindert. Das ist aber auch gut, wenn wir mal ein bisschen kürzere Runs haben. Weil ich kann das Spiel ja, vielleicht komme ich auch ein bisschen weiß an. Das ist auch gut, so ein bisschen Kontrast zu haben. Vorsicht. Ja, Mann! Guck dir die Opfer an! Ich denke, der Mann, du siehst sie mit Tränen ab. Du dämlicher Pilz. Mein Gott, Alter. Mimimimim! Ja, danke! Ich sag dir, das ist mein Buddy! Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Human Centipede! Pass auf, ich wette mit dir, die Fliege bringt dich wieder um. Dieser eine YouTuber, der wie viel 850 Windstreak hat, der wurde mal von der Fliege getötet, seitdem nimmt er den nicht mehr mit. Das kann ich verstehen. Ach man, mach doch nicht so blöde Runden jetzt, komm her, komm ran. Die laufen random, du musst sie verfolgen. Das ist wie Alarm für Kuba. Aber ich hab doch diese scheiß Tränen, die müssen zu mir kommen. Nee, die kommen zu den Tränen. Okay, was kommt jetzt? Mom's Knife mit Ansage. Was ist das? Das ist Teleport, aber du kannst dich rumteleportieren. Drück mal L2. L2. Ja. Ja, jetzt bist du ganz woanders. Ja, geil. Wollten wir haben. Oh, mach den Raum schnell, mach den Raum ab. Vorsicht, wir werfen noch. Mach kaputt. Naja. Ja, wir haben den Kanal wieder zu. Ey, das ist der Boss. Wie lucky war das oben rechts? Ja, ja. Soll ich den hier noch machen? Ja. Nein, warum? Ja, keine Ahnung. Der Hollow, boah, die Fliege wird den wahrscheinlich one-hitten. Der hat Oh! Ja, wahrscheinlich! Denk doch mal nach, wo der hingeht. Fliege! Was ist das? Wir haben den Kanal wieder. Ross, nimm nicht den Matchstick mit. Der ist Kanal. Okay. Dann gehen wir weiter. Ja, wir haben den Kanal wieder zusammengeführt. Einfach weil es besser ist, einen Kanal zu haben. Dann haben wir eigentlich erklärt, dann müssen wir nicht groß rumreden. Außerdem macht es mehr Spaß. Kannst du Teleport wieder einsetzen, ne? Ach toll, Alter. Ja. Ja, es ist halt einfach, ich finde es halt. Klar, es war so ein bisschen geordnet, aber man weiß, okay, da kommt das. Aber vieles wurde halt einfach komplett übersehen. Was? Och Mann, ey! Heißig Gott! Weißt du, die Fliege könnte natürlich auch dahin fliegen und könnte ihn kaputt machen. Das wäre einfach, aber nein! Nee, die ganz bestimmten Muster drin. Ja, ich weiß.
Nein. Traut er sich nicht allein. Genau, oder nicht? Och, das ist der Mobbingraum 2.0. Ja! Du bist doch für was Nütze. Komm. Vorsicht, der andere flankiert. Du besser als ich ja nur mit Warzone. Kein Damage, Alter, krass. Was sind das für Dinge? Das Sun benutzt. Benutzt? Dann siehst du die ganze Map, wenn du einen Sun benutzt. Und es macht Damage für den ganzen Leuten in der Raum. Mach einmal. Wie? R1. R1, okay. Jetzt nimm die andere Sun mit. Jetzt siehst du oben rechts die ganze Ebene. Musst du einmal Touchpad holen, ja. Ah. Aber benutze dich noch eine Sun, bitte. Okay. Dann hast du die für die nächste Ebene. Okay. Cool. Du kannst nochmal aufs Touchpad. Ja. Nice. Oh. Ey, Mann, ich hab immer so vorsichtig da lang gehen. Ey, ich hab keinen Bock, da wieder Damage zu nehmen. Ich will so nicht lange aushalten. Oh. Ja, guck dir das an! Das ist abgesprochen! Das ist abgesprochen gewesen! Ja. Das war so walkie-talkie-mäßig. Ja, nee. Ich muss grad so, als wärst du gedodged, Alter. Das war bloß Glück. Auge? Was ist das? Proptose, Short Range, Mega Tears. Oi. Weißt du, wie viel Damage die machen? Nein. Ich glaube, 10-fach. Du hast gewonnen eigentlich. Eigentlich hast du gewonnen. Was ist genug, um. Musst du nicht verkacken. Weil das ist stark, was du daran hast. Das ist voll cool. Als der Best Meister. Du müsstest 80% der Gegner komplett wegkriegen. Das ist voll geil! Und jetzt bringt dich BBF später um. Ja! Drei Herzen, oh mein Gott, wo gibt's Herzen? Vorsicht. Ja. Übertreibt man nicht. Wie man sich auf einmal so sicher fühlt. Echt? Du bist 6 Hits weg von Tour. Ja, ich weiß. Viel Spaß. Hä? Also die. Die Fliege? Also. Na komm. Die ist schon scheiße. Ja, eigentlich schon, ja. Warte ab, bis du von der getroffen wirst. Das ist eine Frage der Zeit. Ich fand die auch aber voll cool, aber. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in deinem Gesicht explodiert. Denkst du so, das ist so cool. Wow, das ist ein gefährlicher Boss. Das Ding ist so, ich. Och Mann, weißt immer, wenn ich was sagen will. Holy Mann, beruhig dich doch! Ja, jetzt gehst du drauf dafür. Jetzt gehst du drauf dafür. So. Nimm den Ball auf deinem Leben. Ja, kann ich sehen. Data Ross ist Sun-Karte. Damit kannst du Gegner Damage machen und die ganze Map aufdecken. Ist die Frage, ob du das jetzt schon machen willst. Könntest du später in den Mahnkampf mitnehmen. Ja, ich will trotzdem erstmal gucken, ob ich auch irgendwas Cooles aufgeschrieben habe. Internet habe ich nicht. Ja. Kann man nicht viel. Hoch, Item raus! Boah, Alter, nicht mitnehmen, Kacke. Kann man nicht viel zu sagen, Internet. Ist halt so ein kleines Problem. Wir können halt einfach keine bessere Leitung herin bekommen, irgendwie. Die Fliege. Siehst du, die kann was, ne? Ja, okay. Ha! Nein! Na, Mama! Nee, das ist Mobby! Der wird zu Tode gemacht jetzt! Mistvieh, du! Komm her! Oh, ich dachte echt, du verpisst tatsächlich in dem Raum, Alter. Holy, die habe ich in der letzten Sekunde gesehen! Ah! Oh Mann, Alter, nicht mitmachen, nicht machen. Fliege? Das ist dein Einsatz. Ja. Mann! Warum gehst du auch nicht weg? Ja, keine Ahnung, ich dachte, das reicht. Vorsichtig, ich spring hoch und dann auf dich. Oh, der ist noch am Leben. Oh Gott. Ich will nur ein Herz, okay? Vorsicht, hinter dir ist noch ein Mittel. Ja. Och Mann, du mit deinem dämlichen Charge! Du bist sogar hervorgebrannt, Alter. Oh Mann, ich werd krepier! Och Mann! Kannst du es weiter clearen? Ja, aber. Ja, mach es so jetzt, ne? Unten ist übrigens ein blauer Stein.
unten rechts. Der hat doch keine andere Farbe. Oh. Nee. Spreng ihn, du bist übelst farbenblind. Spreng ihn einfach den Scheißstein. Geh weg. Hätte ich gerade fast selber irgendwo weggeschossen. So, jetzt hast du zwei Leben, dann musst du schon raus mit schaffen. Setz einfach das Sun ein, wenn du den Boss vorbei bist. Dann macht kick der auch nochmal gut Damage. Okay. Oh, das ist Marm. Was? Nein! Vorsicht, die tritt. Das Sun. Ist nicht schön. Jetzt hast du wieder volles Leben. Ah, das ist echt gut. Denk dran, wer die lacht. Mann, oh, ich weiß halt echt nicht, was die macht. Ich hatte die einmal. Hat doch nicht geklappt. Jo, Alter, aber in die Gegner reinrennen muss man jetzt auch nicht. Ja, ich dachte, ich bringe die unter raus. Nein. Nein. Wie? Das ist ein blauer Ding. Blaues Ding. Nein! 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 Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Meine Fresse, ich habe Herzklopfe, das glaubst du mir nicht. Ich hab HP ab. Oh, und da unten ist ein Bonus-Item-Raum. Was für ein Raum? Bonus-Item-Raum! Ja, 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 wahrscheinlich! Da waren aber gute Item, da war Quatsch-Schatz. Ja, Quatsch-Schatz, nix-Schatz. Ich geh weiter. Jetzt nein, Item genommen, ey. Übrigens, jeder Hit ist jetzt ein ganzes Herz. Was? Hier. Nein! Du bist also 4 Hits weg von tot. Das ist aber... Ja! Nee! Und jetzt kommen die Schwerträume mit Bossen. Aber ich kenne die ja alle nicht. Was machen die? Was macht der? Der schießt. Putz. Der macht ja noch weißen Hai auftauchen, genau. Und so genau. Ein Scheiß was. Nee! Oh Mann, 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 Mann. Oh! Okay. Alles gut. Das alles erste Mal, dass du hier bist. Was hab ich dir gesagt? Irgendwann kommst du weit. Oh, die Klappgegner. Ja, du fette Spinne, hä? Denkst du, du kannst dich hier mit mir anlegen oder was? Hä? Der Mensch mit Ansage. Oh. Was war das gerade für einer? Das war ein Doppelgänger. Also, ihr macht das nach, was ich mache, ja. Oder? Okay. Kann ich wieder raus? Nein. Oh. Ey, die Fliege! Das ist mein Bro? Alter, das ist ein Lieblings-Item. Ich lerne so viele Freunde kennen. Nein, die chargen. Oh mein Gott, bin ich. Nein, 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 nein. Oh, hey, was machen die? Sind die Flummis oder was? Der hat dich schon mal umgebracht, ne? Links im Raum ist Herz. Rechts im Raum, Alter. Ups. Ey, du glaubst gar nicht. Ey, ich bin am Schützmehl auf, das ist ein Pulli runter. Oh. Was machen die? Ich du kannst das Herz holen oder gehst einfach weiter? Geh runter, nicht hoch. Hoch wird nie im Leben der Boss sein. Was ist überhaupt der Boss? Also was kann jetzt noch kommen? Ja, komm, jetzt kommen alle super schweren Boss. weiter. Es gab einmal kommt. Also jetzt, der Boss wird nicht Mams hart sein. Aber der danach, du kannst dir noch ein Herz oben holen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Jetzt pass auf, jetzt kommen die ganzen schweren Bosse. Egal, oh das schaffst du schon. Gott, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich! Das wird schwer. Ja, red dir doch nur zu. Geh weiter! Ah, Blastodius ist. Der ist das der einfachste von den Schlag. Also der ist halt echt nicht schwer. Pass auf, dass du dich in die Wunden reinlässt. Alter, das ist echt brutal in der Match. Oh Mann, Mann. Die Fliege. Nimm mit. Okay. Bist schneller und hast mehr Range, brauchst du mit. Aber wo komme ich denn jetzt hin? Jetzt kommst du in die Ebene, die, wenn du die schaffst, wenn du den Boss hier besiegst, hast du einen Run gewonnen. Mann, das letzte Ebene. Kann jetzt bitte einfach hier rechts hier so ein. Eigentlich geht mein Boss immer runter, direkt straight runter. Vorsicht. Die Fliege hat einfach die Hand nicht wirklich. Digga, was? Vorsicht, der macht Schlüssel, wenn er. Kennst du diesen Song von 50 Cent, Best Friend? Den habe ich gerade. Den habe ich gerade sowas von im Kopf. Komische Fliege hat die so hart gecarried bis jetzt, ne? Ich bin so am Schwitzen, ey. Also, Vorsicht, der charge gleich. Nein. Mama, Mama, Mama. Oh, das ist die Fliege. Ich
fühle mich irgendwie der scheiß Nikolaus. Ja. Ja, wird jetzt rechts gehen. Vorsicht, die Charge-Dinger, ne? Weißt du, kann ich nicht dieses, dass die alle zu mir kommen, weg haben? Das nein, da wäre der Rad sehr viel einfacher. Oh, Vorsicht, Pin. Was ist Pin? Oh, der ist Pin! Ho! Motherfucker, geh drauf. Holy, meine Fresse, ist der schnell! Das ist nicht der, das sind die Tränen immer noch. Okay, Motherfucker, du willst das? Dann kriegst du das. Bester Freund, ich sag's doch! Ey, dieses Ding ist doch so. Wie heißt sogar BFF, bester Freund? Als ob! Ja. Ich hatte echt gedacht, das ist nice, aber anscheinend. Boah, Alter, wenn du eben keinen Schaden kriegst, bist du der King. Mann, warum hast du das gesagt? Ey, Scheiße. Ey, ich brauche ein Herz! Oh, ist doch genug. Seh doch, guck doch da, auf die Map. Da ist ein Herz. Was? 1000 Herz? Ja, ich weiß. Nee, mach nicht. Warum? Da hinten sind nur noch. Du kriegst eh ein ganzes Herz abgezogen. Halbes ist wie ein ganzes. Vorsicht, Laser. Mann, sind die schnell! Die sind richtig stark. Ja, danke. Ich geb dir was aus später. Kriegst einen Döner oder so, ist mir egal. Jetzt geh weg und heil schon mal voll, das ist der Final Fight. The Final Countdown. Boah, ich schade, der kurz kommt, dass du hier raufgehst. Ey, der erste. Eigentlich müsstest du dich nur reinstellen und auf dich schießen. Was ist denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Der Bullet Hell, der richtig schlimme. Wer ist das? Herz. Herz? Ja, der hat Mams Herz. Oh, nein. Der ist richtig schwer. Der ist richtig, richtig schwer. Sehr wahrscheinlich, dass du abkackst. Kannst du jetzt überlegen, stellst dich rein mit dem Orbital und schießt, also versuchst einfach sie auszu-DPSen oder versuchst es ein bisschen dodgen, weil jetzt spawnt die erst, also die wird jetzt erstmal vier Augen spawnen, die du alle Platten machen musst, dann wird die, und die schießt die ganze Zeit und dann musst du dich im Wellenbuster und die Rumpen besiegen und alle Bomben und alle Augen wegmachen und dann musst du doch irgendwie sorgen, dass du die umbringst. Los. Komm, konzentrier dich einfach. Jetzt Konzentration. Die Augen, okay. Wir gehen auf die Augen. Hey, was sind die Augen so schnell, so aggressiv? Das ist ja das Problem daran. Mann! Okay, no damage, komm. Vorsicht, die macht am Ende Brimstone. Dumm? Was hast du mit? Warum hast du dich da hingestellt? Ich hab die Dings gedrückt für Sonnendings. Was war da? Du hast doch die Karte, die benutzt du einmal. Nein. Ah, der Run wär's fast. Ich hab den Knopf getriggert wie so ein Verrückter. Bist du blöd, Alter? Ich wusste es nicht. Ich dachte, das kann ich immer. Keine Ahnung, dann benutze ich aber extra aufgehoben. What the fuck, Alter? Och nein! Hey, hör mal auf, das ist ein DX Racer Stuhl, Alter. Weißt du, was die kosten? Das ist mir egal! Ja. Das war ja. Mach mal Atmos. Ja, mach ich. Das war die Folge, bei der ich gedacht habe, dass ich es kann. War ein Irrtum, ich war scheiße. Also ich war nicht scheiße, aber ich war dumm am Ende. Verdammt, weißt du, ich dachte, ich kann das machen und dann macht die so krass Damage und dann kann ich doch... Egal. Das war die Folge von The Binding of Isaac. Relax in Gaming. Und freut euch auf die nächste Folge, die wird dann wieder von Leonard kommen. Abonnieren und liken wäre nice. Ein Kommentar, vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, wäre sehr schön. Ich bin verzweifelt. Bis zum nächsten Mal. Tschö.